Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink Power Director in der Version. Genau. Und genau darum geht es. Irgendwann ist die Version 15 nicht mehr aktuell und das merke ich so langsam, dass es so ein bisschen rumzickt. Gerade bei 4K-Videomaterial merke ich das. Und deswegen habe ich mich mal informiert, was es auf dem Markt gibt. Und es gibt in der Zwischenzeit schon die Version 17. Und heute möchte ich kurz darüber reden, was ich von der Version 17 halte, beziehungsweise was es noch Neues gibt von CyberLink. Und bevor ich das alles starte, eine Anmerkung, das sind meine persönlichen Meinungen. Ich werde nicht von CyberLink hier als Werbemedium verwendet, kriege kein Geld dafür, sondern es geht einfach darum, steige ich selbst persönlich um, wie gehe ich in den nächsten Monaten mit der Aktualisierung um. So, wir gucken als erstes mal in unser gewohntes Programm. Das ist der CyberLink Power Director in der Version 15. Und wahrscheinlich habt ihr es schon gemerkt, hier oben rechts ist die Glocke. Und wenn man auf diese Glocke klickt, dann öffnet sich ein Benachrichtigungsfenster. Und selbstverständlich wird man hier mit Werbung zugeschmissen. Ein exklusives Upgrade-Angebot zum Produktivstart. Produktstart, Entschuldigung. Es eröffnet sich ein Browserfenster automatisch. Es geht auf eine URL. Und da sieht man schon dieses sensationelle Angebot. Und das wollen wir uns jetzt einfach mal unter die Lupe nehmen, ob es wirklich ein gutes Angebot ist und was es alles einmal inhaltlich Neues gibt und welche Bezahlmodelle auf einmal möglich sind und für wen die vielleicht interessant sind. Schauen wir uns aber erstmal die Inhalte an. Da liegt auch mein Hauptaugenmerk drauf. Highlights der neuen Version auf einen Blick. Das haben Sie, finde ich, sehr schön hier gemacht. Ein moderner Titeldesigner. Und ja, hier sieht man mal, wie schön man Titels jetzt hier animieren kann. Die Musik ist natürlich jetzt extrem laut, aber wir schauen uns das Video mal zu Ende an und ich muss sagen, das ist immer Geschmackssache, wie der Titel am besten einem gefällt und was man darauf macht. Letztendlich, denke ich mal, ist das jetzt keine Revolution, die wir hier sehen und ich habe selten die Titelvorlagen verwendet, ganz im Gegenteil. Ich bin einfach mit Standard-Titel-Designer vorgegangen und habe meinen eigenen Titel erstellt mit eigenen Effekten und das war vollkommen ausreichend. Verschachtelte Projekte, klingt total spannend. Wir gucken uns das mal an. Ja, was will mir das Programm damit sagen? Ich kann quasi von einem Projekt ins andere scheinbar jetzt Arbeiten übernehmen oder miteinander kombinieren, was auch Zeit wurde. Allerdings habe ich es bis jetzt nicht ausprobieren können, um wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, ist es ein leichtes Arbeiten oder ist es ein hochkompliziertes Arbeiten. Und aus diesem Video wird mir das nicht so richtig klar, wo jetzt genau diese Vorteile liegen. Aber klingt auf jeden Fall mal interessant und hier wurde ich hellhörig, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe eine Sequenz, die habe ich in einem anderen Projekt geschnitten und die möchte ich einfach Copy and Paste machen. Ja, da musste ich den Film rendern und dann konnte ich diese Filmsequenz komplett einfügen. Das fand ich total umständlich und das Rendern ist ja ehrlich gesagt auch immer ein Qualitätsverlust oder kann ein Qualitätsverlust sein. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wiederverwendbare Pre-Cut-Videos. Vorgeschnittene Clips in der Mediathek speichern und in anderen Projekten weiterverwenden. Ja, klingt total gut. Auch das habe ich vermisst. Also mit Autosplit habe ich noch nie erfolgreich gearbeitet, aber das ist nur mal so am Rande. Aber es geht ja hier um was anderes.
Und ich glaube, das ist jetzt wirklich ein Vorteil, was hier ist, dass man da einfach seine Arbeiten viel besser miteinander kombinieren kann. Was auch immer in dem kleinen Fenster gerade als Hinweis stand, sei es mal drum. Aber hier kann ich jetzt einfach Clips, die ich geschnitten habe, abspeichern als Clips und kann sie auf die Timeline ziehen, um sie in andere Projekte zu integrieren. Und das finde ich persönlich echt eine gute Sache. Habe ich mir schon lange gewünscht. Vielen Dank, dass ihr es umsetzt. Individuell anpassbare Masken. Naja, ich habe zwar auch schon mit Masken gearbeitet, aber schauen wir mal, was die für einen kreativen Workflow hier anbieten. Ja, ich bin gespannt. Dazu gehe ich sogar mal auf die YouTube-Seite, um das hier mal auf groß zu ziehen. So, die Masken kennen wir alle. Jetzt kann ich eine neue Maske entdecken. Aha, okay. Und dann kann ich mit einem Pinsel, kann ich diese Maske jetzt letztendlich erstellen. Das finde ich natürlich cool. Bedeutet, eine ruhige Hand zu haben. Okay, ich habe die Maske erstellt. Hier sieht man schon, naja, so eine richtig ruhige Hand hatte er nicht. Ja, jetzt geht er auf die Deckkraft. Macht das mit Kies, die er einsetzt. Okay, also die Neuerung, so wie ich das sehe, ist, er hat letztendlich jetzt zwei individuelle Masken erstellt mit einem Pinsel und hat sie jetzt abgeleuchtet. Naja, sage ich mal so, das ist ganz nett, aber dafür brauche ich keine neue Programmversion. Mehr Formate und schnellere Performance. Ja, ich war mit dem bisherigen Formatsupport extrem zufrieden. WebM und HEIC habe ich noch nie was mit gemacht. Aber ich glaube, die Performance, das ist wichtig, dass die gesteigert wurde, gerade was das Rendern betrifft bei langen Projekten oder natürlich auch, wenn Color Grading angewendet wurde. Da haben sich doch 10-minütige Clips auf 2,5 Stunden ausgedehnt. Ich hoffe, das fällt hier darunter. Anpassbare Collagendesigner. Wir sind gespannt. Dass die Videoqualität hier gerade so schlecht ist, das liegt an den Einstellungen. Wir gehen natürlich mal auf 1080, da sieht das schon besser aus. Ja, das ist immer nett, so eine Collage zu erstellen, aber sind wir mal ganz ehrlich, das eignet sich gut für einen Vorspann. Ist nett, glaube ich auch, eine schöne Sache, kann für eine Aufheiterung Vorspann, Abspann sorgen, aber damit kann ich natürlich keinen ganzen Videofilm schneiden. Aber gut, wenn es flüssig läuft und ich kann hier sowas machen, das sieht doch ganz nett aus. Schauen wir uns mal, wie das jetzt aussieht. Ja, ist doch ganz nett geworden. Ich glaube, es ist eine nette Funktion und für Urlaubsvideos hervorragend geeignet, um einen schönen Vorspann zu erstellen. Gucken wir weiter. Optimiertes Chroma Key. Ja, und da bin ich echt neugierig. Und das ist leider nicht verlinkt, wie ihr hier seht. Da bin ich echt traurig. Weil das alte Chroma Keying war echt nicht so der Burner. Also da musste wirklich alles hundertprozentig stimmig sein, damit es nicht zur Ausfransung kam. Ich sag mal, ich habe ja zum Glück keine Haare. Aber trotzdem, ich hatte echt oftmals Probleme mit der Kante hier. Und das hoffe ich, dass es besser ist. Multicam-Videokollagen, edle dynamische Collagen mit synchronisierten Videos erstellen. Naja, auch hier sage ich mal, das ist bestimmt wieder eine schöne Spielerei. Wir gucken es uns aber trotzdem mal an. Ja, also nicht endlich sind das jetzt 4 Videos, die auf 4 Spuren gezogen sind, untereinander. Eine Tonspur natürlich. Da sieht man es natürlich auch, ja, das gibt es mehr oder weniger jetzt auch. Und jetzt habe ich hier oben diese schönen
Möglichkeiten, sozusagen wie so ein Puzzle, sowas zu erstellen. Ja, ist nett, aber auch hier werde ich kein ganzes Musikvideo in diesem Stil machen. Da wird der Zuschauer ja wahnsinnig, aber eine nette Sache kann man machen, wenn es flüssig läuft vor allen Dingen, weil da ist echt Performance gefragt, weil wenn ich 4 Videos mit 4K Rohmaterial jetzt hier reinlege, das soll alles flüssig in der Vorschau laufen, ich bin gespannt. Bildgenaue Bewegungsverfolgung gab es auch in der 15er Version schon, aber die war wirklich ein bisschen ruckelig. Und da muss ich sagen, ich hoffe auch, dass das hier deutlich besser wird. Weil gerade wenn jetzt hier so ein Objekt wie der Fahrradfahrer ist und ich habe den markiert und auch alles schön eingepasst in den Rahmen, ja, wie das hier jetzt gerade millimetergenau gemacht wird, bin dann sozusagen auf Track gegangen und das war doch manchmal echt zäh und oft musste man das manuell korrigieren und schön, was die jetzt hier gerade so machen. Ja, das passt, wenn das so funktioniert, wie sie es hier machen, weil oftmals hat man ja die Bewegungsverfolgung schon bei Menschen oder bei Gegenständen und da kann es doch schon mal zu Problemen kommen. Sieht super aus. Ich hoffe, es funktioniert so, wie die das hier gerade machen. Gucken wir uns das Beispiel nochmal an. Auch das funktioniert scheinbar sehr gut. Top. Also ich freue mich drauf, wenn es funktioniert. Gibt unserer Kreativität neue Möglichkeiten. Ich glaube, das Prinzip ist verstanden. Wir können an der Stelle abbrechen und gucken uns die nächste Funktion an. 360-Grad-Videostabilisierung. A, ist es nicht verlinkt und B, habe ich kein 360-Grad-Videomaterial, kann dazu überhaupt nichts sagen. Ich weiß, wie es aussieht, ich weiß, dass man da so ein paar ganz nette Gimmicks machen kann, aber ich benutze es nicht, habe keine Kamera dafür. Von daher, das sind die ganzen neuen Funktionen. Hier kann man auch nochmal aufklappen, dann sieht man nochmal hier, was es noch alles gibt. Nahtlose Audiobearbeitung. Auch das ist leider nicht verlinkt. Ich sage mal, der Wave-Editor ist ganz gut. Das passt für den Anfang, aber auch nicht mehr. Auch hier ist es leider nicht verlinkt, was genau mit Transparenz- und Keyframe-Bearbeitung genau damit gemeint ist. Webcam-Material als Bild im Bild für Bildschirmaufnahmen. Das ist ganz nett. Das ist gerade für Leute, die ein bisschen zocken. Die kennen das natürlich alle schon, wenn die ihren Bildschirm streamen und sich gleichzeitig mit einem grünen Hintergrund reinbeamen. Das sieht ganz nett aus. Ich bin froh, wenn es funktioniert. Den Maldesigner gucken wir uns nochmal an, was das im Einzelnen wirklich heißt. So. Okay, ich habe hier eine schöne Kinderaufnahme. Und jetzt geht er hier auf den Paint Designer, also Maldesigner. Er wählt einen Stift auf, sagt die Breite, die Farbe ist rot eingestellt und fängt jetzt hier an, lustig zu malen. Erinnert mich alles ein bisschen an Microsoft Paint. Wer es noch kennt, ich weiß, das ist viele, viele Jahre her. Also von daher, wer es schön findet, bitte, aber ich glaube, für ernsthaften Videoschnitt. Aber wir gucken es uns an. Ich will nicht zu kritisch sein. Ja, es war doch sehr nice. Okay, wir können das hier wieder beenden. Gut, was haben wir noch? Wo wären uns Best Match Format Profi? Ja, ich glaube, das Ausgabeformat, das muss jeder eigentlich selbst wissen, wie er damit umgeht. Und das würde ich keiner Automatik überlassen, sondern ganz ehrlich, da würde ich auf die Fachkompetenz vertrauen und die muss sich jeder aneignen. Auch ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, um einfach zu sagen, hier, welches Ausgabeformat eignet sich denn am besten? Und gerade wenn man Videoformate miteinander mischt, muss man da, glaube ich, Fachwissen haben. Und nur darüber kann ich das richtige Ausgabenformat bestimmen. Und es kommt auch immer darauf an, wo setze ich es denn ein? Setze ich es auf YouTube ein? Setze ich es für den heimischen Fernseher ein? Oder muss es extrem hochauflösend sein und
Daten spielen keine Rolle. Also von daher, naja, also das, was wir hier gerade so sehen, jo, jetzt hat mir der Profile-Analyser gesagt, was ich machen soll. Und das ist die beste Übereinstimmung. Naja, ist doch schön. Also jetzt mal ganz ehrlich, das könnt ihr doch alle besser. Ja, schön, wie schnell das so ändert, aber ganz ehrlich, nein, das ist nicht ein wirklicher Vorteil. Wir gucken uns trotzdem, nee, geht leider nicht. Geht leider nicht. Ich glaube, das waren jetzt alle neuen Highlights auf einen Blick. Ich habe sie mal kurz vorgestellt. Ausprobieren konnte ich leider noch nichts. Ich werde aber auf jeden Fall in den nächsten Wochen umsteigen auf die Version 17. Was ich jetzt aber noch mal erklären möchte, ist das neue Bezahlmodell. Also Adobe hat es ja schon vorgemacht. Und Adobe macht das ja relativ geschickt, ist der Platzhirsch mit all seinen Produkten, ob das Lightroom ist, ob das Videobearbeitung ist mit Premiere, ob das Photoshop ist. Die sind im professionellen Bereich, haben sich etabliert. Und die haben irgendwann umgeswitcht und haben gesagt, wir machen nicht mehr alle zwei Jahre eine neue Version und die kann man dann kaufen oder über ein Upgrade kann man das kaufen, sondern hier geht es darum, dass die abonnieren lassen. Das bedeutet, ich muss einen gewissen Preis zahlen. Und dieser Preis ist je nach Geschmacksrichtung, jetzt gucken wir uns mal gerade an, was Adobe Premiere kostet. Ich hoffe, dass ich jetzt das Angebot gleich finde. Aber hier kann ich auf jeden Fall sagen, ich möchte das abonnieren. So, und dann sieht man jetzt schon Adobe Premiere Pro CC, so heißt das. Ist auch wirklich der Branchenstandard. Kostet mich das im Monat 23,79 Euro. Ich möchte es noch nicht mal beurteilen, ob es wirklich teuer ist oder nicht teuer ist, sondern das muss jeder für sich entscheiden, ob ihm das Produkt so viel Geld wert ist. Und hier habe ich nochmal die Möglichkeit zu sehen, ich bin Einzelanwender und dann habe ich diese Preise. Dann habe ich das Fotoabo oder hier die 23,79 Euro. Ich kann natürlich auch eine Kombination machen, ist dann schon, naja, eigentlich nicht günstiger. Oder wenn ich alles mache von Adobe, dann habe ich 71 Euro jeden Monat, die ich zahlen muss. So, Cyberlink will jetzt in die gleiche Ecke so ein bisschen reingehen und sagt, wir bieten das gleiche Modell an. Ich glaube, es macht auch Sinn. Der große Vorteil ist, ich habe nicht mehr alte Programmversionen und muss sie letztendlich wegschmeißen, sondern ich habe einmal eine Lizenz gekauft und die wird automatisch vom Hersteller peu à peu immer über Updates aktuell gehalten. Das heißt, es gibt da nicht mehr die Version 15, 16, 17, 19, 20, wie auch immer. Und ich bin immer in einem Versionskonflikt, sondern der Hersteller garantiert mir über dieses Abo, dass ich alle Updates regelmäßig bekomme, sobald ein Update ansteht. Ich muss mich um nichts kümmern. Das passiert im Hintergrund automatisch. Immer ganz wichtig, wenn zum Beispiel ein Treiber-Update für die Grafikkarte oder Windows 10 kommt und auf einmal muss das Programm nachgezogen werden. Ihr habt das oft schon wahrscheinlich hier in dem Benachrichtigungsfenster gesehen, dann wird ein Patch nachinstalliert. Nichts anderes passiert dann automatisiert und ihr habt letztendlich immer die neueste Software auf dem neuesten Stand. Das kann gut sein, das hängt immer vom Hersteller ab, ob er es auch wirklich ernsthaft umsetzt. Gucken wir uns mal die Preise an. Also letztendlich ist das hier nicht der, das ist mein 12-Monats-Preis, den ich hier zu bezahlen habe. Wenn ich das auf 3 Monate mache, dann sind es 39 Euro. Und wenn ich es auf 1 Monat mache, zahle ich 20 Euro. Also letztendlich, Cyberlink will hier in den Markt reinstoßen und bietet natürlich hier Kampfpreise an, um im Vergleich zu Adobe deutlich günstiger zu sein. Wir gucken uns das hier mal an, was das dann auch tatsächlich heißt. Ja. Das ist mir schon vollkommen klar. Ah, schade, geht so nicht. Können wir es wegschicken? Gut. Jahresabo. Es
kostet mich im Monat 4,67 Euro, weil ich natürlich die Version 15 auf 17 erhöhe. Ich gebe mal meine E-Mail-Adresse ein. Ich habe natürlich ein Konto hier. So, und jetzt sieht man natürlich, was bietet mir Cyberlink individuell auf mein Produktportfolio bei denen an. Ein Jahresabo kostet mich 69,99 Euro, wenn ich jetzt die Version so blank kaufe, das heißt das erste Mal. Wir gucken uns da auch den Preisvergleich mal an. Dann kriege ich hier gleich 365 Tage und dann kostet mich das. Moment, das ist ja echt interessant. Dann kostet es mich 55,69 Euro. Wenn ich hier den 12-Monats-Plan auswähle, das ist dann die Power Director 365. Was kostet es mich hier? Sehr interessant. Ich glaube, das hängt aber mit dem Black Friday irgendwie zusammen, der gerade jetzt diese Woche stattgefunden hat. Wir gehen mal hier, professionelle Serie, kostet es mich 8,67 Euro. Also ich muss sagen, mit der Preistransparenz bin ich überhaupt nicht zufrieden gerade, weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, gehe ich hier drauf, 69,99, gehe ich auf kostet mich im Monat 29,99, da habe ich natürlich alles drin. Wir gehen wieder zurück. Und mir ist die Ultra-Version am liebsten. Und dann kann ich hier bester Wert, also man sieht hier die 79,99. Wenn ich es kaufe, dann kriege ich eine Vollversion. Wenn ich ein Upgrade kaufe, kostet mich das 55,99. Und wenn ich die 365-Tage-Version kaufe, kostet es auch mich 55,99. Jetzt bin ich genau in dem Dilemma und weiß nicht, was ich zu tun habe. Und von daher beende ich an dieser Stelle das Video, weil jeder muss für sich jetzt selbst entscheiden, welche Kaufoption er macht. Aber was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde von der Version 15 auf die Version 17 umsteigen und ich muss mir das nochmal hier genau überlegen, weil der Countdown zum Black Friday 20% Rabatt, ich glaube, das macht momentan gerade den Unterschied aus, wo ich auch selbst noch nicht weiß, was ich tue. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, werdet ihr das über das Video erfahren und dann zeige ich euch auch, wie der ganze Kaufablauf passiert ist, beziehungsweise wie dann die Installation gelaufen ist. Ich sage erstmal vielen Dank für das freundliche Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.